Jetzt, wie sieht das denn ganz konkret aus? Wie sähe Ihr Stundenplan aus, wären oder hätten wir Sie schon im letzten Jahr angenommen? Hier habe ich Ihnen das mal mitgebracht. Das ist wirklich der tatsächliche Stundenplan für das erste Semester. Und das Erste, was Sie sehen, nee, nicht das, doch, weil es ist sehr prominent. Hey, Mittwoch ist frei. Ja, also Mittwoch haben Sie hier keine Veranstaltung. Das kann aber sich immer ändern von Jahr zu Jahr. Das hängt eben auch mit der Raumplanung ab. Und auch wenn beispielsweise unsere Vakatäre, also unsere Lehrbeauftragten, die von anderen Unis kommen, auch die haben ja einen eigenen Stundenplan, das müssen wir dann immer abstimmen. In diesem Fall war es so, dass der Mittwoch komplett frei war. Und Sie sehen hier, es ging los, auch das Zivil um 10 Uhr. Na? Guten Tag, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten, den alten Gag kennen Sie. Um 10 Uhr ging es los, der Kollege Fernau Anton begrüßte Sie zu Psychobiologie 1. Danach hat Ihnen der Reginald Bourton die Statistik näher gebracht. Ja? Hier haben Sie ein Tutorat. Das heißt, es wird zusätzlich, es ist unser Service an Sie, es wird vertieft. Ich weiß, der eine und, oder die andere von Ihnen rutscht jetzt vielleicht schon so ein bisschen unsicher rum und sagt, oh, Statistik, Mathe, weiß nicht, ist das so das Richtige? Dafür ist auch das Tutorat da, es wird vertieft. Wir geben Ihnen wirklich eine Hilfestellung. Ja? Okay, und so weiter, ich will nicht auf alle Veranstaltungen eingehen, ja? Aber hier sehen Sie das fürs erste Semester und jetzt haben Sie tatsächlich, das ist das laufende Sommersemester für das zweite Jahr. Ja? Hier ist es so, da haben Sie eigentlich den Freitag frei bis auf diese Termine hier. Das ist die Persönlichkeitspsychologie, hier kommt der Günther Krampen, einer der anerkanntesten Psychologen von der Uni Trier. Ja? Der hält das Blockseminar, Sie sehen das hier, von 10.15 Uhr bis 18.30 Uhr, aber nur zu diesen Tagen. Ja? Wenn nicht diese Tage dran sind, haben Sie quasi den Freitag frei. Ja, hier sehen Sie auch beispielsweise Anwendungsfeld 1, Anwendungsfeld 2. Das ist parallel, das heißt, Sie haben dann entweder gewählt die Einführung in die klinische Psychologie, das ist der Kollege Germain Weber, ein Luxemburger, der Dekan in Wien an der Uni ist, ja, der kommt und hält diese Veranstaltung. Oder Sie haben sich für Arbeitsorganisationspsychologie entschieden, das macht der Thomas Elwart, der hat den Lehrstuhl für die Arbeitsorganisationspsychologie in Trier. Der kommt hier nach Luxemburg. So, das ist so ein konkreter Fahrplan, wie er momentan, Sie können die Studierenden fragen, wir haben unten die ALEP, steht bei uns auch, das ist die Organisation Luxemburger Psychologiestudierenden, die sind alle in genau dem Semester, die können Ihnen beispielsweise auch erzählen, was der Melzer Ihnen mittwochs morgens in der Sozialpsychologie 2 um die Ohren haut.